Kommunikation an Bord einer Yacht ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Man muss sich vorstellen, 17 Mann, die auf so einem Boot koordiniert werden müssen. Das Boot ist laut, das Boot ist groß, Winschen knarren, Segel flattern. Eine klare Kommunikation ist eben wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben bei uns im Team Schischloser ein Kommunikationssystem gebastelt, ja, das fast seinesgleichen sucht. Andere Teams, Multimillion Dollar schwer, haben da oftmals Schwierigkeiten, vernünftige Systeme zu installieren. Bei uns war es einer unserer Mitsegler, Alex Runciman, ein wirklich cleverer Junge aus Kapstadt, der die Idee hatte, auf Bluetooth-Basis ein System hier an Bord zu installieren mit Teilen, die man im Grunde genommen einfach im Laden kaufen kann. Man soll es nicht glauben, aber es hat perfekt funktioniert. Paolo Cian, unser Steuermann, hatte eben einen solchen Kopfhörer auf. Diese kleine Box hat ihn letztlich mit dem System verbunden. Somit konnten alle anderen, mich eingeschlossen, die in das System eingespeist waren, seine Befehle hören. Denn das ist immer nicht so ganz einfach, den entscheidenden Befehl auch wirklich zu hören. Mein Arbeitsplatz war ja eher weiter hier vorne, im Pit. Wie gesagt, Paolo trug diesen Kopfhörer und hier vorne hatten wir dann eine Schnittstelle, die letztlich die Systeme miteinander verband. Und ich hatte etwas sehr Cleveres, denn wie man weiß, in Valencia scheint die Sonne. Einige bei uns an Bord hatten eben solche Bluetooth-Brillen, über die man einfach mit dem System verbunden war. Somit konnte ich einfach den Knopf ins Ohr nehmen und hören, was als nächstes passieren wird. Wie gesagt, Kommunikation ist der Schlüssel.